tiefen meinen Schatten, halte meinen Atem an. Die tödliche Nacht wartet schon, hab keine Angst vor der Kürbiskutsche, die die Hexe führte. Denn ich kann sie in deinen Augen sehen, seh dich in meinem Traum, Baby. Auf die Suche der anderen. Halt an. Leute, es wurde abgestochen und verbrannt. Komm jetzt mit, ey. Du auch hier. Die will ich eigentlich nicht mitnehmen, aber egal. Ich muss ja alle retten. Also, der Plan geht so. Wir schlagen die neuen, misshandeln sie, aber ohne, es ist der Lehrer, auch den Samara fängt an. Hallo Zoe! Oh, das wollte ich nicht gerade echt, du Kuchi-Bitch! Also, Kinder. Also Zoe meinte ich. Also, das geht so. Das ist das Konzept. Hier in diesem Nebenraum werden Hausaufgaben nachgearbeitet, die du nicht mal geschafft hast oder nicht gemacht hast. Ganz ehrlich. Und unter der Tafel steht. Kinder, kannst du lachen? Was lachen? Die ist klauenlöst! Also, Sol, du hast gesagt, du willst mit mir reden. Warum denn? Ja, ich bin nicht immer so eine Bonzen-Tussi, wie ihr glaubt. Trotz den neuesten Gucci-Kleider. Aber meine Eltern verbringen die Zeit mit mir. Sie sind immer so komischen Business-Trips da. Ich will Zeit mit denen verbringen. Wir haben gar keine Eltern, wir leben glücklich zusammen. Was? Ihr habt gar keine? Ja, ganz richtig. Einige Eltern sind gestorben und abgehauen. Als ich 12 war, sind meine Eltern um einen Autounfall ins Leben gekommen. Mein Autounfall, mein Vater ist betrunken im Stall gewesen und wollen wir Freunde sein? Ganz ehrlich. So toll sind jetzt Freunde geworden. Jetzt müssen wir nur noch Leonie und die Nägerin überzeugen, aber sie dir einen Klacks. Ganz ehrlich, so leicht bei denen. Ganz schön verlassen hier. Sie ist größer geworden. Wo bringst du mich hin? Halt die Fresse! Hilfe! Ahahaha!